du gleich nach Hause gehen? Wirst du jetzt verrückt? Bleibt die Uhr im Zimmer stehen? Denkst du jetzt, das war's? Bist er singt seine Hymne. Außer Kur? Hast du hier nichts verloren in diesem Spiel? Sei doch stolz auf dich, du hast es fast geschafft. Lass dich doch nicht selbst im Stich. Klar, dass du es jetzt nicht hast, was du für dich tust, ist gut. Du weißt es ganz genau, du lebst in einem Traum von dir. Was immer du wolltest, bekommst du jetzt. Ja. Was immer du solltest, jetzt tust du jetzt. Was immer du brauchst, hast du jetzt. Und ganz bestimmt geliebt wirst du schon lang. Was immer du wolltest, bekommst du jetzt. Geil, schon geil. Was immer du solltest, tust du jetzt. Was immer du brauchst, hast du jetzt. Und ganz bestimmt geliebt wirst du schon. Das war geil. Okay, sag mir mal, wie heißt du? Ich heiße Simon Fetzer, ich bin 52 Jahre alt und ich komme aus Oberrixingen. Hi. Das war so gut, ich habe mich sofort umgedreht. Als Erster. Die anderen haben wirklich... Vielen Dank. Simon, wenn du wüsstest, wie treffend dein Song gerade für Johannes war, das war Wahnsinn. Es war wirklich, also es ist eigentlich schon jetzt ein Match. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, du bist auf jeden Fall weiter und wenn du mir heute das Herz brechen willst, dann gehst du zu Mark Forster. Aber wenn du... Ich breche keine Herzen mehr. Die Zeiten sind vorbei, oder wie? Oh. Simon! Okay, ich sag mir ganz kurz, warum ich mich umgedreht habe. Ich habe sofort gehört, dass du da alleine am Klavier sitzt. Das ist wirklich für mich immer auch die Champions League für jemanden, der sich dort hinsetzt und eine Geschichte erzählt. Man hörte, dass du jedes Wort auch ernst meinst. Und ich glaube, du liebst deutschsprachige Musik, denn du singst sie so. Und das mache ich genauso. Und deshalb vielen Dank für die Performance. Sie hat mich sehr berührt. Vielen Dank. Dankeschön. Hast du denn Lust, uns ein bisschen aus deinem Leben was zu erzählen? Bist du Musiker oder hast du einen ganz anderen Beruf? Also es gab eine Zeit, in der Musik ganz groß war bei mir. Das war so zwischen 20 und 30, weil ich hatte einen genialen Duo-Partner. Wir haben dann auch tatsächlich ein paar Jahre ein paar schöne Bühnen bespielt. Und da war dann irgendwann Schluss. Habe dann mich entschlossen, Schreiner zu sein und Schreiner zu werden und meine Firma zu gründen, die ich jetzt 20 Jahre lang hatte. Und ja, bin jetzt bereit zum Zurückkommen. Geil. Schön. Schön. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, oder? Ja. Ja, ich tue mich nicht so leicht. Ich finde euch alle vier echt mega und genau richtig hier. Ich habe einen großen Respekt vor dem, was ihr alle musikalisch geleistet habt. Das ist für mich noch einfach das ganz große Vorbild. Und ich glaube, dass ich tatsächlich mich mit Johannes super gut wohlfühlen werde. Das war ich! Das war ich! Mein erster Mann! Ah. Bist du bereit? Riesenapplaus für Simon! Vielen Dank, Simon. Danke. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Gegen morgen eins tauschen. Was Neues.
Er ist wieder da. Ja. Bist du bereit? Ich habe immer an dich geglaubt, Johannes. Ich finde es auch gut, dass du da nicht so eine große Nummer draus machst.